Hallöchen ihr, der Nalefir und willkommen zurück im Stream am Montag, ihr Lieben, wo es heute schon weitergeht mit World of Warcraft, The War Within, eine kleine Runde, hör mal. Nichts Großes, Story machen wir nächste Woche Freitag weiter und ja, heute würde ich ganz gerne, bevor es dann mit der Story weitergeht, noch das ein oder andere hier in diese Region, in der Insel von Dorn erledigen. Und zwar würde ich ganz gerne ein paar Schätze holen. Ne? Wir haben ja hier noch die Schildkröte bei Freyholz, die wir looten müssen. Mal gucken, was die droppt. Wir haben hier noch einen kleinen Fisch. Da muss ich auch mal gucken, was man da machen muss. Wir haben hier oben in der Region bei dem Wasserfall noch ein Erdelement, also ein Elementar, dem man helfen muss. Und wir haben hier in dem Bereich noch so einen Pilzkopf, den ich looten kann. Die würde ich ganz gerne zuerst machen und im Anschluss daran würde ich ganz gerne noch die Fungus-Fantasterei-Tiefe machen und Kriegwalds Kräftigung als Tiefe. Insofern ich da schon reinkomme, ich weiß es nicht. Die würde ich mir auf jeden Fall beide gerne noch angucken und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Der liebe Mulef ist mittlerweile eine Stufe 76. Ich habe ein bisschen weitergespielt, war noch ein bisschen Farm und habe auch hier die Schmiedekunst mal auf 60 hochgelevelt. Bin jetzt fleißig am Farmen für die entsprechenden Werkzeuge noch. Das werde ich bis zum nächsten Mal dann sicherlich am Start haben. Jetzt aber erstmal rauf auf das Pseudohuhn und erstmal hier zu diesem komischen Pilzkopf fliegen. So, dass wir da schauen, was der eigentlich von einem will. Ist er irgendwo hier oben gewesen? Guck, da unten, da ist die Truhe. Fliegen wir da mal hin. So. Da würde mich interessieren, was dabei rumkommt. So, der liebe Ulort der Freiwillige. Exzellent. Wir sehen euch. Okay. Ulort selbst, Exil selbst. Geschichte lang habt ihr Holzwurzelkappe. Weißt du Bescheid. So, die Holzwurzelkappe, das ist so ein Teil hier, so ein Pilz, limitiert auf 100 Stück. Dieser Pilz wächst in dem Holzwurzelbecken, also in diesem Bereich hier. Stehen die rum, kannst du pflücken. Ist halt zugemüllt mit Gegnern, aber hey, ganz entspannt. Und ich würde sagen, den geben wir jetzt mal ab. Wir überbringen Grüße. Gibt Ulort eine Holzwurzelkappe. Mögen die Sporen mit euch sein. Oh, und es gibt eine Pilzkappe. So. Wir haben eine Mykopracht als Handwerksmaterial. Wir haben Ruf und nochmal Handwerksmaterial. Mehr nicht. Der beste Schatz. Mega. Okay, also da gibt es ein paar Items. Alles klar, so Handwerkszeug. Dann würde ich sagen, fliegen wir nochmal nach Dornogal zur Bank und holen ein paar Fische ab. So, ich habe nämlich ein bisschen rumexperimentiert, schon mal zwischen den ganzen, also nach dem Stream noch, besser gesagt, am Freitag. Und weiß jetzt immer noch nicht, von der Seite kommt, doch, da ist das Aktionshaus, das ist die Bank. So. Ich habe die Weisung, euch zu dienen. Wir brauchen nicht den dornischen Hecht, wir brauchen auch nicht diesen blassen Hülsenfisch. Wir brauchen eine Goldkiemenforelle. Ich glaube, das war die Goldkiemenforelle. Dann nehmen wir mal eine mit. Es hieß ja nur ein einzelner Fisch. Ich meine, die war es gewesen. Wir können sicherheitshalber von den anderen auch mal was mitnehmen. Jawohl. Denn mehr Fische hast du hier nicht. Dahin, genau. Und dann... Alter, was geht mit dir ab? Junge, was machst du denn? Oh, meine Herren. Meine okay. Weisung. Dann fliegen wir mal zurück und schauen, was der so mit sich bringt. So. Hallo. Zurück nach Freyholz, oder wie das hieß. Freyholz.
schauen wir mal, was da genau bei rumkommt. Ich hoffe mal tolle Sachen. Eine ganz entspannten. So, wir haben sie hier drüben. Der Ratte geht es immer noch gut. Das ist sehr schön. So, liebe Schildkröte. Kanalschildkröte und eine Ratte. Das könnte ein Easter Egg sein. Schauen wir mal. Aha, bietet eine Goldkiemforelle an. Die Schildkröte ist verblüfft über die Größe des Fisches. Sie kommt wieder zu Sinnen und stampft anerkennend mit den Füßen auf den Boden. Es wird etwas dauern, den Rest der Familie zu finden. Ist das hier eine Anspielung an die Turtles? Kann das sein, dass das hier so ein Turtles-Ding ist? Hörbar? Okay, wir schauen später mal vorbei. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Fisch hier drüben. Und gucken da mal rein, was da Sache ist. So, der war nämlich hier drüben, genau. Schluckdiwupp, da liegt er. Der Lionel. Das war mal ein Sänger, ein berühmter, aber jetzt nimmer. Ich bin immer noch schwach. Ich kann sicher nicht weit schwimmen und die kleinste Welle spült mich bestimmt wieder ans Ufer. Vielleicht hilft dir ein kleiner Happen. Wink, wink. So. Und wir haben hier Möwen, wir haben hier aber auch so kleine Krabben, die man aufsammeln kann. Vielleicht will er ja diese Krabben fressen. Eine Schnappkrabbe. Limitiert auf 5 Stück. Wir bringen ihm mal 5 Stück vorbei. Vielleicht will er das ja. So, ihr Kackmöwen, lasst mich mal in Ruhe. 2. Drei. Das ist schon offensichtlich, dass sie überall rumlaufen, ne? Ansonsten kannst du nichts mit denen machen. Es fiel mir beim näheren Hinsehen auch auf. Da brauchen wir noch eine so eine Krabbe da hinten. Haben wir die Krabbe? Da. Das heißt, wir haben jetzt 5 Stück von denen. Jetzt gehen wir noch mal gucken, ob das was bringt. So. Ich bin sehr gespannt. Möwen auch wieder schnell am Respawn hier, ne? Die Kackviecher. So schnell geht das. So, Lionel, hast du was für mich? Aha. Gib Lionel die plumpen Krabben. Bram, bam, bam. Guck mal, er hat eine Truhe ausgeschissen. Magische Schatztruhe. Okay, Belobigungsrat von Dornogal und eine Saphirkrabbe als Haustier. Schön. Das ist toll. Gönn dir. Sehr nice. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, fliegen wir hier nach hinten zu dem Wasserelementar. Guck mal, was der will. Schubidubidu, schubidubidai.
So, einmal nach oben. Einmal hoch. So, der war nämlich hier irgendwo gewesen. Haben wir noch einen Berg rum. Dann haben wir ihn. So, ich glaube, da vorne bei der Wassergeschichte war der gewesen. Hier in diesem Bereich. Ja, da unten steht er. So, hier nehme ich bei diesem Ding. Läuft er rum, der Gute. Und er sagt, Perle, verloren. So, das heißt, hier irgendwo im Wasser, vermute ich, muss eine Perle liegen. Also keine Frau, sondern ne, so das andere, die andere Perle, hör mal. Ich vermute mal weggespült. Oh Gott, ja. Ah, guck mal da. Das sieht doch nach einer Perle aus. Eine Elementarperle. Die nimmst du mal mit. Diese Perle hat die Farbe des tiefsten Ozeans. Bei genauer Beobachtung und Betrachtung könnt ihr im Inneren aufgewühltes Wasser erkennen. Das sieht doch nach dem aus, was der Kollege da oben sucht, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. So. Ich habe da eine Perle. Gibt ihm den Wasserelement, gibt dem Wasserelementar die Perle. Und jetzt? Rätselhafte Kugel. Aha. Belobigung des Rats von Dornogal und schillernder Edelstein des Wasserlords. Viele verschiedene Farben wirbeln und schwimmen im Inneren umher. Eure Berührung versetzt, was auch immer sich darin befindet, in Aufregung, fast schon, als würde es in Wallung geraten, um freizubrechen. Alles klar. 342 Tacken ist ein Wort. Kann man mitnehmen. Okay, dann haben wir jetzt nur noch die Ratten am End. Oder die Ratte. Lass da mal zurückfliegen und gucken, ob die jetzt soweit sind. So, aber das hier nehmen wir noch mit. Weil, wegen wichtig. So, let's go. Ganz entspannt hinfliegen. Oh, da haben wir auch noch was. Gucke mal. Einmal ein Schnellabbau-Bismut, das nehmen wir mit. Und Schatz des Hüters. Haben wir einen HP-Trank, Resonanzkristalle und uraltes Bronzestundenglas. Okay, den Scheiße können wir auch abbauen. Dann können wir dir auch mal hier das Erzvorkommen überladen. Ja, genau vor die Hufe, ne? Okay, easy. Solange es nicht in die Hufe geht. Ja, genau. Das ist halt immer so die Scheiße bei den Dingern. Auf geht's. Nicht in die Hufe, bitte. Auf geht's. Sehr schön. Okay, das kann man jetzt überladen. Da müssen wir wirklich die wichtigen Sachen rausholen, ne? Das hier. Aquirit. Nehmen wir noch das Aquirit. Nein! Doch nicht. Okay. Gut, 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 gut. Weil das killt dich, wenn du drin stehen bleibst. Aber wir haben schon mal... Haben wir ein Aquirit mehr? Ja, wir haben noch was bekommen. Weil die Dinger übrigens, die brauchst du auch fürs... Für Schmiedekunst. Das heißt, da müssten wir auch so langsam mal... den Bergbau weitermachen. Bestimmte Sachen finden.
um das zu leveln. So, das ganze Ding hat übrigens jetzt 12 Stunden Cooldown. Allerdings, wenn du so reichhaltige Erze abbaust, oder diese Special-Erze mit diesem goldenen Ring drum, dann wird das um jeweils eine halbe Stunde reduziert, was sehr, sehr cool ist. So, jetzt auf zur Ratte. Komm, ich will wissen, was das hier bringt. So, kristallines oder kristallisiertes immer mitnehmen, wegen dem Pulver. Gucken, jetzt hast du nur noch 11 Stunden anstatt 12. Warum ist denn die Ratte jetzt weg? Hä? Wieso ist die weg? Hä, wo sind die jetzt? Warum auch? Nee, ich hätte ja warten müssen. Was? Wo sind die jetzt hin? 6,5 Stunden später. So, haben wir hier jetzt irgendwo... Aha. Guck, da oben, da ist die Nudel. In Dalaran. Oh Gott im Himmel. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Schubidu. So. Guck, da stehen sie. Die Lappen und sagen nichts. Da stehen sie. Warte mal. Das ist doch hier. Auf jeden Fall das Thumb. Bleib doch mal stehen jetzt. Ja, sehr schön. Ah, cool. Jetzt haben wir es gefunden. Okay, also, was gebt ihr mir? Die Schildkröte schwenkt ihren Kopf, um eure Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie schaut auf den Boden. Lehnt euch näher. Mhm, haben Beutel gedroppt. Schildkrötendank. Kanalschildkrötenpfeife. Lehrt euch, wie man dieses Haustier wieder beschwört und wieder freigibt. Oh, geil! Schildkröten, cool. Oh, das ist ja süß. Oh, wie toll. Schildi, ich grüße dich. Ja, was denn? Ja, cool. Haben wir eine kleine Racker bekommen. Sehr schön. Dann haben wir ja die ganzen Schätze gefunden. Sehr geil. Freue ich mich. Mega, mega. War ein Mordsaufwand. Auf jeden Fall. Aber es hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Das waren so die vier, die ich hier beim Farmen und Rüberfliegen entdeckt habe. Sehr geil. Das ist erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell zur Bank. Laden den ganzen Scheiß ab. Und dann machen wir noch die anderen beiden Tiefen, die es hier zu entdecken gilt. Ich habe meine Preise auf ein angemessenes so. Niveau kalibriert. Alles mal rein. Eisenklauenerz, Stufe 3, Stufe 2. Wir haben so einen gammeligen Fisch. Den würde ich in die Kriegsmeutenbank reinpacken. Geht aber nicht. Okay, dann kommt ihr hier zu den anderen Fischen. Wir haben... Hier noch so ein Berufsding. Ich weiß nicht, machen wir mal hier noch rein. Dann haben wir noch so einen blassen Höhlenfisch. Wir haben Berufsdinger, hatten wir hier noch drin. Ne? Das heißt, wir können mal da reinpacken. Mykopracht gibt es auch Stufe 2. Okay. Sehr schön. Den restlichen Scheiß, den hier kannst du eigentlich verchecken. Schaut euch gern wieder in so. Dann schauen wir mal. Schildkrötensuppe soll ja sehr gut schmecken. Ich denke auch.
So, bleib mal stehen. Wollt ihr kaufen? Ja, ich will verkaufen. Danke. Dann nochmal reparieren. Gute Reise. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auf den Weg zu den anderen beiden Tiefen, ihr Lieben. Und was da passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Lieben. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.